Hi, ich bin die Jessica, ich komme aus Ofterding, bin Therapeutin und arbeite mit den Spiegeln. Und ich wollte eine Erfahrung mit euch teilen. Und zwar hatte ich eine schwangere Patientin in der 9. Woche, die sehr depressiv war, auch immer nicht ganz anwesend war. Ich wusste, wie sie mit der Situation klarkommen soll. Sie hat sich Sorgen gemacht, wie sie das alles schafft mit Kind und ob sie das Kind überhaupt bekommen kann. Und hat dann einen ziemlich hohen Blutdruck gehabt. Von knapp 200, wurde dann ins Krankenhaus eingeliefert, hat da eine sehr traumatische Erfahrung gemacht. Sie sind sehr unmenschlich mit ihr umgegangen, dann wurde sie einen Tag später wieder entlassen. Ich habe mich dann kontaktiert und ich war dann montags abends bei ihr und habe sie gespiegelt, hat getestet die Psyche und das emotionale Herz. Und am nächsten Morgen hatte sie einen Kontrolltermin beim Frauenarzt und tatsächlich hat sie einen Blutdruck von 120 zu 90 gehabt und ist seitdem stabil. Und ich finde es eine mega Erfahrung, weil sie eigentlich hätte sollen 10 Blutdrucktabletten am Tag nehmen als Schwangere in der 9. Woche und jetzt quasi ohne Tabletten auskommt. Natürlich immer in Rücksprache mit dem Frauenarzt und auch mit der Hebamme. Und sie misst auch noch jeden Tag. Und ja, ich finde es eine total tolle Erfahrung, was man mit den Spiegeln alles machen kann und was alles möglich ist.